So, von der anderen Seite. Wer ist Admin? Oh, wer ist Entwickler? Wer würde sich als DevOps bezeichnen? Okay. So, willkommen beim Vortrag Best Practices in der IT-Administration. Im Vortrag möchte ich auf die Erfahrungen, die ich in den letzten über 15 Jahren bei der Infrastrukturbetreuung gemacht habe, eingehen und ein paar Anekdoten aus dem Admin-Alltag erzählen und auch Best Practices sharen. Ich habe einen starken Open-Source-Hintergrund, bin Debian-Entwickler, stecke hinterm Grimmel-Projekt und bin Geschäftsführer bei der Synpro Solutions GmbH. Das klassische Admin-Dilemma, das wir haben, ist die gute Infrastruktur und die gute IT-Administration, die ist selbstverständlich, die nimmt jeder so hin wie Wasser, wie Strom. Aber wehe, etwas geht nicht. Dann geht es quasi genau darum, dass man weiß, was man im Fall des Falles macht, beziehungsweise dass man in dem Fall es möglichst früh abfängt. Im Zuge der letzten Jahre haben wir viele Fragen bei den Firmen immer wieder aufs Neue gehört und haben im Zuge dessen einen IT-Check für uns definiert, wo wir anhand von ein paar Kontrollfragen versuchen herauszufinden, wie gut ist eine Firma eigentlich aufgestellt, beziehungsweise das Admin-Team dort. Ihr findet es in einer Besuchertasche einen Folder von uns. Da sind diese Fragen mit Checkbox drinnen. Da könnt ihr mal versuchen herauszufinden, wie viele dieser Fragen könnt ihr positiv beantworten. Wo gibt es Nachbesserungsbedarf? Auf diese Fragestellungen möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Das erste ist einmal dieses klassische Monitoring. Da ist so ein Anti-Pattern mit, ja, für Monitoring habe ich keine Zeit. Monitoring ist aber ein ganz was Essentielles, denn nur was im Monitoring ist, ist auch wirklich wichtig. Alles andere kann eigentlich per Definition nicht wichtig sein. Man sollte aber dabei unbedingt Monitoring aus Geschäftssicht machen. Das heißt, nicht weil man alles monitoren kann, viele Checks sind ganz einfach zu aktivieren, ist das auch wirklich sinnvoll oder wertvoll für einen Admin oder das Unternehmen. Und der Klassiker ist, irgendwo hat man mal ganz viele Checks für ganz viele Sachen eingerichtet und kriegt dann auch ganz viele Notifications, wird dann rausgerufen, vielleicht sogar in der Nacht mit einem Pager oder wird angerufen, dass irgendwas defekt ist und in Wirklichkeit ist es nur eine Kleinigkeit, die man definitiv nicht beheben kann in dem Moment vielleicht sogar. Das heißt, alles, was passieren sollte, sollte actionable sein. Man muss auch irgendwas machen können. Monitoring-Notification, die man im Endeffekt dann irgendwo ignoriert und sagt, ja, in 2 Stunden ist das wieder in Ordnung, da muss man den Prozess anpassen. Es gibt auch mehr als nur statisches Monitoring. Im Jahr 2019, aber auch schon seit mehreren Jahren eigentlich, sind wir in der Cloud unterwegs, haben wir Microservices, Docker-Applikationen, Kubernetes. Das Ganze kann man mit Service Discovery abbilden, also sehr dynamisch das Ganze erkennen, welche Dienste sind verfügbar, welche Hosts sind verfügbar, was muss ich eigentlich monitoren. Auch dafür gibt es wunderbare Ansätze. Das Ganze sollte auch elastisch und adaptiv sein. Also wenn ein Backup-Lauf zum Beispiel stattfindet, dann wird halt die Load höher sein, dann wird I.O. mehr gefordert sein. Da wird einfach am System was los sein. Da brauche ich niemanden benachrichtigen darüber, dass da jetzt mehr los ist, sondern das kann ich dann einfach ignorieren. Anomalieerkennung. Wenn die Backup-Laufzeit halt bisher immer 6 Stunden war und auf einmal dauert es nur mehr 2 Minuten, könnte es der Hinweis darauf sein, dass das Backup vielleicht doch nicht funktioniert. Disk Usage, genau das Gleiche. Wenn das halt konstant bei 70% liegt und das geht auf einmal Richtung 100% sehr schnell rauf, da könnte halt irgendein Ausreißer drinnen sein, da könnte halt irgendein Log volllaufen etc. Da geht es darum, dass man in dem nächsten Punkt mit Metriken hineinschaut, also Stichwort Prometheus, Grafana, Visualisierung. Es ist uninteressant, dass Disk Usage bei 80% jetzt gerade ist oder auf 81% geht beim während dem Backup-Lauf und dann geht es eh wieder runter auf 70%. Interessanter ist zu wissen, wie lange habe ich noch Zeit zu reagieren, bevor das Dateisystem voll ist. Das ist auch das fällt unter dem Punkt rein. Da muss man einfach ein bisschen flexibler werden, als nur so statische Ansätze zu sagen, mit bei 80% melde ich das, bei 90% page ich jemanden an. Also Metriken ist ein sehr spannendes Thema. Auch Logging, kontrolliertes Logging ist sehr wichtig. Da gehen wir noch spezifischer darauf ein und das Ganze auch visualisieren. Das heißt, damit man schneller einen Überblick hat, was ist eigentlich auf der Infrastruktur los, wo gibt es Engpässe, wo gibt es Probleme. Und perfekte Visualisierungsvariante sind Dashboards. Das ist einfach ein Beispiel mit Grafana.
auf einem Proxmox-F-Cluster, wo man sofort auf einen Blick erkennt, die interessanten Werte, die sind alle grün, braucht man nichts machen. Wenn ich mich für irgendein Detail interessiere, dann kann ich jederzeit in irgendwelche Graphen weiter im Detail reinschauen. Es gibt kein, das ist das beste Dashboard, verwendet das, sondern das ist immer hoch angepasst, weil die Umstände sind in den meisten Firmen halt immer sehr spezifisch. Angefangen von, welche Applikationen sind im Einsatz, wie viele Admins gibt es, was ist interessant etc. Ganz wichtig, zentrales Logging. Das vereinfacht das Troubleshooting, sobald es mehr mal als ein Server oder zwei Server sind, dass man herausfindet, auf welchem System muss ich jetzt eigentlich nachschauen. Und dann macht man SSH auf verschiedene Systeme hin, um herauszufinden, wo geht es eigentlich jetzt wirklich ab. Man kann Alerting auf bestimmte Events setzen. Das, wenn ein bestimmter String in meinem Logfile vorkommt, den ich kenne und der mir anzeigt, da könnte was passieren, dann kann ich das im Vorfeld erkennen und nicht erst, wenn ich später halt das defekte System vor mir habe. Das ist eine spannende Sache, auch die vollen Festplatten, also wo halt die Logs überlaufen und dann schaut im Endeffekt eh niemand rein, aber man hat es halt irgendwo mal geloggt. Auch das kriegt man mit zentralem Logging viel besser in den Griff. SSH-Logins auf Produktivmaschinen sind Kategorie Anti-Pattern. Meistens fehlt dann das passende Tooling, dass man die Information rauszieht, die man eigentlich braucht. Das heißt nicht, dass man SSH-Logins deswegen abschaffen soll, aber auch das ist ein interessanter Punkt. Und nicht zuletzt, wenn halt eine Instanz einmal gehackt wurde oder ein Angreifer mal Logfiles zerstört hat oder auch einfach einmal die Hardware gestorben ist. Das heißt, die Logfiles sind halt mit der Hardware ins Nirvana verschwunden. Im zentralen Logging hat man halt die Daten dann trotzdem. Die sind unveränderbar dort, solange mir halt natürlich auf dem zentralen Logging niemand einbricht. So, ganz wichtig, RAID ist kein Backup in keiner Art und Weise. Wenn halt irgendwann mal was brennt, dann brennt auch das RAID mit. Und wenn man eine Datei löscht, ist die halt auch im RAID gelöscht. Also ganz, ganz wichtig. Ganz klassisch natürlich auch, niemand will die Backups, eigentlich will jeder nur das Restore haben. Und beim Restore stellt sich dann heraus, das ist in den seltensten Fällen getestet. Funktioniert das überhaupt? Wissen wir überhaupt, was wir für das Restore brauchen? Also zum Beispiel Passwörter. Das sind Prozeduren, die muss man mal durchlaufen, die muss man testen und auch dokumentieren. Also nur weil man das vor 3 Jahren das letzte Mal gemacht hat, heißt das nicht, dass ich das in 3 Jahren wieder mache. Also sei es, dass ein neuer Mitarbeiter das machen muss, aber auch my future self quasi. Man wird vergesslich. Und man sollte auch nicht vergessen, Festplatten sterben gerne im Rudel. Das sage ich als jemand, der in den letzten Wochen wieder vermehrt in der Richtung Erfahrungen gesammelt hat. Es sind halt die gleichen Festplatten aus der gleichen Serie im Einsatz. Die sterben dann halt typischerweise gleichzeitig. Ganz klassisch, man hat ein RAID-Setup, eine Platte wird defekt, die tauscht man und beim Rebuild sterben halt die anderen mit. Und ein von mir sogenanntes Q4, viertes Quartalphänomen. Im vierten Quartal werden sehr häufig Hardwarebestellungen durchgeführt. Also da wird neue Hardware gekauft und komischerweise sterben dann ein paar Jahre später ziemlich genau im vierten Quartal wieder die Festplatten. Ob das thermisch von draußen irgendwas zu tun hat, ob das einfach nur die Garantie, die halt abgelaufen ist bei Festplatten ist. Wir haben halt wir sehen diesen Trend, dass im vierten Quartal mehr passiert als sonst. Festplatten sind der Feind des Admins. Ganz wichtig auch Restore-Zeiten beachten. Das ist da zählt wirklich der XKCD-Comic für einen Windows-Copy-Dialog, wo man halt glaubt mit, ja, die Restore-Zeit, die sollte in 2 Stunden sein und dann stellt sich halt heraus, ja, aber da irgendwo auf dem Weg zu dem System, wo man es hinkopiert, ja, da ist halt die Internetanbindung dann doch nicht so schnell. Das sollte man mal testen. Das gehört auch ins Monitoring integriert. Wenn ein Backup-Lauf fehlschlägt, dann möchte man das wissen. Das ist essentiell. Das sollte automatisiert sein. Man möchte nicht manuell ein Backup machen müssen, weil dann ist irgendeine Person krank, vergisst es, irgendeine Ausrede gibt es mit heute nicht mehr, das mache ich dann morgen. Das ist wie dieses Monitoring, das mache ich dann gleich nächste Woche. Und Offsite-Backup, also die Folie haben wir gesehen mit, was passiert, wenn das Server-Rack oder vielleicht das ganze Rechenzentrum einmal brennt oder ein Wasserschaden drinnen ist, da brauchst du dann halt ein Offsite-Backup, das heißt wirklich was abseits von der Infrastruktur liegt. Ein Tipp, RESTIC, mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen, statisches Binary, mit dem man wunderbar arbeiten kann. Dazu gehört auch Disaster Recovery Test, dass man mal durchschaut, mit angenommen, meine Infrastruktur verschwindet, ich würde jetzt alle Server beim Fenster rauswerfen.
Wie komme ich denn dann eigentlich zum Laufen? Was brauche ich dafür alles? Also hat man Zugriff auf alles? Was ist, wenn das Wiki, wo die Dokumentation drauf liegt, halt mit auf den Servern ist, die man halt rausgeworfen hat? Klassiker. Funktioniert DNS? Also DNS ist oft die Ursache eines Problems, aber wenn man halt einmal Bootstrap muss und sich darauf verlässt, dass DNS da ist und der DNS-Server ist aber nicht da, kommt man nicht zum Laufen. Hat man Zugriff auf alle Passwörter, die relevant sind? Also wenn man mal von null weg anfängt. Und was und wen braucht man eigentlich dafür? Also wer hat denn den Schlüssel fürs Rechenzentrum? Wer kommt denn da rein? Wer hat denn die Zutrittskarten? Oder wer hat denn zum Beispiel das Tape-Backup, das dann im Safe an irgendeinem Platz liegt und da kommt vielleicht nur das Management rein und das Management ist auf Urlaub oder die Leute sind krank, wie kommt man da zum Laufen? Das muss man wirklich durchspielen. Praxiserfahrung, wir waren drei dieser vier Leute waren im Troubleshooting unterwegs bei einem Projekt. Wir haben Standortwechsel vom Hotel ins Rechenzentrum gemacht, sind in den Lift eingestiegen. Lustiges Bild, was man da drauf noch nicht sieht. Außer Betrieb. Man findet dann auch heraus, so ein Lift ist wunderbar abgeschirmt gegen Strahlung. Das heißt, kein Internetempfang, kein Handyempfang. Wir waren im Rechenzentrum offline. So, der Aufzugshersteller wurde natürlich informiert und die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg hat uns befreit. Dreiviertel Stunde später. Also Tyson hat es, dass eine halbe Stunde später jemand vor Ort ist, der hat dann sich überzeugt davon, dass wir wirklich im Lift eingesperrt sind und dann ist die Feuerwehr ausgerückt. Das hat allerdings einen seriösen Hintergrund, also diese Entscheidung. Die Frage ist, wenn man einen wichtigen Einsatz hat, ob dann das ganze Team oder alle Server im gleichen Auto sein sollten. Solche Sachen gehören bei einem Disaster Recovery Fall überlegt. Also was könnte da passieren? Auch dieses Was, wenn die oder der Admin das Unternehmen verlässt. Also wir gehen jetzt gar nicht einmal davon aus, dass das der Worst-Case-Fall ist und der Admin wurde gekündigt und er löscht dann zum Beispiel die Produktivsysteme. Auch das ist schon vorkommen. Aber da geht es auch um den geregelten Ablauf. Das heißt, gibt es Dokumentation darüber, welche Systeme gibt es? Gibt es Inventory? Also haben wir Informationen darüber, was für Infrastruktur betreiben wir eigentlich? Zugriffsregelung, das heißt, das betrifft natürlich auch, wenn andere Mitarbeiter gehen, aber wo gibt es VPN-Accounts, wo gibt es Firewall-Regeln, die vielleicht den Admin von zu Hause hineinlassen? Gibt es eine zentrale Benutzerverwaltung etc.? Das sind alles Fragen, die man klären muss. Auch Passwort-Handling, also die meisten Firmen haben irgendwelche so Default-Passwörter, die meistens noch dann drei Admin-Generationen später auch noch kennen. Auch das ist hinterfragenswert. Oder Third-Party- Dienste. Also es gibt es immer wieder für irgendein Troubleshooting oder für irgendein, mit einem Softwarehersteller, dass Link die Kontakte dann nur von einer Person hinterlegt. Das heißt, die hat dann Zugriff auf diese Ressourcen oder es liegt in der Mailbox von der Person, aber die andere nicht. Das heißt, wichtig, immer Role-Accounts etablieren, also dass mehrere Leute darauf Zugriff haben, beziehungsweise nicht personalisierte Mailadressen, die man dann rotieren lassen kann. Ganz wichtig auch Versionskontrolle. Alles muss unter Versionskontrolle stehen. Da gibt es heute keine Ausrede mehr dafür. Wir haben verteilte Systeme, wir haben wunderbare Versionskontrollsysteme. Unser Klassiker, den wir immer empfehlen, ist natürlich Git. Da gehört Code dazu, da gehört Konfiguration dazu. Also sei es jetzt, dass man mit etc-keeper auch /etc managt, aber auch Konfigurationsdateien, die irgendwo ausgeliefert werden. Und auch die Dokumentation gehört unter Versionskontrolle gestellt. Wer hat diesen Change gemacht, wann, mit Erklärung dazu, warum ist das passiert, und auch schauen, wie hat die Dokumentation vielleicht vor einem halben Jahr ausgeschaut. War diese Information zu dem Zeitpunkt schon bekannt? Automatisierung. Die vermeidet einfach manuelle Fehler. Menschen passieren Fehler, egal wie gut sie arbeiten. Dadurch, dass man irgendwas automatisiert, ist es schon festgehalten, man kann es protokollieren. Dadurch ist es automatisch schon mitdokumentiert. Also irgendwo gibt es halt einen Schritt, der genau das macht, was durchgeführt werden soll. Und in dem Moment, in dem man Automatisierung macht, kann man auf einmal Qualitätssicherung machen. Also durch nachgelagerte Tests oder auch vorgelagerte Tests. Und wiederum alles in die Versionskontrolle rein. Die Schwierigkeit ist natürlich herauszufinden, wann man was automatisiert. Es bringt natürlich nichts, dass man sich zwei Tage hinsetzt, ein Skript zu schreiben, das man einmal ausführt für zwei Minuten und dann ist die Arbeit erledigt, die man vielleicht manuell mit fünf Minuten erledigt hat. Das ist eine Kunst, die ein erfahrener Admin oder die Admin dann dementsprechend auch einschätzen kann. Ohne Konfigurationsmanagement sollte man heute als Admin nicht mehr arbeiten.
Egal welches Tool der Wahl man nimmt, aber Infrastructure as Code, also die Infrastruktur sollte man so betreiben, als ob das einfach Code ist. Man beschreibt die Infrastruktur, in welchem Status sollte sie sein und muss das in die Richtung kriegen. Und das, was Entwickler eigentlich schon lange praktizieren mit Jenkins und GitLab und Co., das kann man als Admin alles mitnehmen. Also ganze Qualitätssicherung von Konfigurationsmanagement kriegt man alles geschenkt. Was ein netter Nebeneffekt ist, wenn man das so macht, ist, man findet auf einmal Infrastruktur von anderen Leuten auch beschrieben. Also github.com/search und Ansible, Puppet, whatever. Man findet dort von vielen Projekten und Firmen auch, wie deren Infrastruktur gemanagt ist. Man kann sich da orientieren und austauschen. Das ist eine Community. Dokumentation. Super wichtig, wird häufig vernachlässigt, aber es muss durchgängige und laufende Dokumentation sein. Also man muss nachvollziehen, was ist passiert. Nichts ist schlimmer als fehlerhafte oder nicht vorhandene Dokumentation. Im Desasterfall muss man das dann als mühsam reverse engineeren. Wir haben einen Prozess etabliert, wir nennen das Dokumentationsreview, wo wir, wenn wir Dokumentation schreiben, mit anderen Personen diese Dokumentation durchschauen. Das heißt, wir schauen, ist das jetzt sinnvoll, was gemacht wurde? Könnte man da jetzt irgendwo, hat jemand Input? Also ist es sinnvoll gewesen, dass man das so gemacht hat? Könnte man da noch was verbessern? Das Ganze wieder unter Versionskontrolle natürlich und Offset- und Offline-fähig. Es bringt ja nichts, wenn die Infrastruktur, auf der die Doku liegt, halt in dem Moment down ist und dann bräuchte man die Dokumentation. Code-Reviews auch für Admins leben, ist super interessant, weil man da, die Ausrede ist meistens aber, ich mache das eh allein. Ja, das wird sich ja nicht ändern. Das Interessante ist, sobald man andere Leute involviert, lernen die das kennen, das System. Die verlieren die Angst, die Scheu, die können was vorschlagen in dem Moment, in dem man Infrastructure as Code auch mit Code-Review kombiniert. Die können was vorschlagen, der Admin, der dann der Senior ist, der schaut halt drüber und sagt, das traue ich mir nicht auf die Produktionsinfrastruktur, aber ändert auch die Kleinigkeit, dann passt das für mich. Man teilt damit das Wissen das der Infrastruktur, das was man macht, die Wartbarkeit verbessert man von der Infrastruktur. Es gibt automatisch besseren Code, weil wenn man weiß, jemand anderer schaut sich das jetzt an, macht man es meistens besser. Broadcast Progress, also man teilt auch mit, was sich in der Infrastruktur tut. Also man muss nicht eine Mail rausschicken mit übrigens, ich habe das und das gemacht, sondern das ist Teil dieser Kultur. Und auf einmal können dann auch mehrere Leute die Infrastruktur managen. Also man gibt eine Möglichkeit, dass andere Leute sich da integrieren. Und das ist wichtig, das ist nicht nur eine technische Änderung, sondern es ist eine soziale Änderung. Das ist eine Kultursache im Unternehmen. Und es gibt jede Menge Kulturprobleme, die man kennen sollte oder die man dann benennen sollte. Also Jagdshaving kennt wahrscheinlich jeder. Also eigentlich ist es ein ganz simpler Fix, aber dann wird man halt von unzähligen Baustellen auf dem Weg dorthin aufgehalten. Das Broken Window, das Phänomen unter dem Namen, wenn im Monitoring eh alles rot ist, dann macht es halt der eine rote Teil halt auch nicht mehr aus. Also dann ist eh alles wurscht. Not my job, also steht nicht in meiner Job Description drin, nicht links und rechts schauen, sondern gerade durchbohren. Die Verspieltheit, das ist nicht nur auf Admins beschränkt, sondern wahrscheinlich generell ein Phänomen. Neue Tools probiert man halt gerne aus, aber die alten Baustellen, ja, irgendwer wird schon einmal drüber stolpern. Auch ganz wichtig, dass man lebt Blameless Culture, also dass man nicht mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, du hast Schuld, sondern da geht es eher darum, zu schauen, warum ist das passiert und wie könnte man vermeiden, dass das nächste Mal wieder passiert? Also könnte man da irgendwelche Sicherheitsnetze installieren. Ganz gefährlich, das war schon immer so. Das sind die ganz klassischen Sachen, wenn man da als Externer reingeht in die Firma und sagt, warum habt ihr das so und so? Und ja, haben wir immer schon so gemacht und dann kommt man drauf, das hat halt der Admin vor 12 Jahren etabliert und keiner hat diesen Prozess hinterfragt, ob das jetzt eigentlich wirklich State of the Art ist. Ganz gefährlich auch dieses technische Schuldsammeln, also man hat halt immer nur Feuerwehreinsätze, aber kommt nie zum Aufräumen oder das wirklich einmal gescheit zu machen. Ja, das wird halt dann auch so bleiben und ganz gefährlich, es ist nicht so permanent wie ein Prototyp. Auch eine Kultursache, fehlende Kommunikation. Also die Marketingabteilung bestellt halt irgendwas und hat aber nie mit der IT-Abteilung geredet, obwohl eigentlich die Systemanforderungen erfüllt sind. Haben wir dieses Betriebssystem überhaupt bei uns im Stack drinnen oder haben wir überhaupt genug Hardware dafür? Aber die IT wird es am Schluss schon irgendwie ausbauen. Ganz schön, da gibt es eine eigene Website dazu, das solltet ihr einmal in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben, das XY-Problem. Ganz klassisches Phänomen, das man dann im Internet findet, die Leute haben ein Problem X, kommen dabei auf eine Lösung Y und suchen dann in Wirklichkeit das Troubleshooting für das Problem Y, statt ihr eigentliches Problem X zu lösen. Ganz klassisch. Und das sage ich auch aus gutem Grund.
genug schlafen, wirklich wichtig, und Pausen machen. Also erkennt das jeder, was da passieren kann? Also wenn halt die Variablen nicht gesetzt sind, ist halt das Root-File-System weg. Und das sind halt so Sachen, also A, das wird ein Shell-Check-Tool, wird das übrigens finden, aber das sind so ganz klassische Fehler mit, man hat das falsche System rebootet, also das ist jetzt da jetzt der Hypervisor statt einer virtuellen Maschine, also kann jedem passieren. Aber wirklich, das ist super essentiell. Also der Admin sollte nicht nur die ganze Zeit unter Feuerwehreinsätzen unterwegs sein, sondern man sollte mit guten Elan an die Sachen rangehen. Damit man mit guten Elan rangehen kann, ist auch essentiell, dass man mit sinnvoller Infrastruktur arbeitet. Dazu gehört sinnvolle Infrastruktur mit Hardware. Gute Hardware, in das muss man investieren. Es ist die Arbeitszeit, da verschwendet man wesentlich mehr Ressourcen und Geld, als wenn man einmal ordentlich in die Hardware investiert. Das fängt an, dass man Zugriff auf Firmware-Updates bekommt, Herstellerdokumentation, Erfahrung und Dokumentation anderer Leute. Man findet auf einmal das, was andere Leute auch verwenden und nicht den selbstgebauten Rechner mit einem Motherboard und irgendeinem zusammengesteckten RAM und ganz komische Phänomene. Und keiner weiß so recht mit, ist die Security-Lücke, die jetzt in der Presse unterwegs ist, haben wir da wie Firmware-Updates für unsere Infrastruktur. Also Arbeitszeit ist teurer als Hardware. Und zu sinnvoller Hardware gehört auch Remote-Management dazu. Also da gibt es von jedem Hersteller die passenden Tools, damit man halt dann nicht ins Rechenzentrum fahren muss und dann einmal F1 drücken muss, weil dann hat halt der Server festgestellt, dass die USV in dem Moment nicht stark genug war. Ja, eh schön. USV-Tipp, nicht nur einmal gesehen, nicht beide Netzteile auf die gleiche USV oder auf den gleichen Stromkreis legen. Und Testumgebung. Wir haben heute Virtualisierung, wir haben heute die Cloud-Infrastruktur zur Verfügung und wir können Sachen einfach testen, bevor wir die live halt kaputt machen. Und der Spruch trifft es halt echt ganz gut. Container und VMs immer wieder mit, ja, wir wissen nicht, welche Lösung nehmen oder so. Es gibt jede Menge Vorteile, ich brauche die nicht aufzählen und die meisten wissen das hoffentlich oder denen ist das bewusst, aber da kann man einfach ganz viele Probleme abfackeln, inklusive horizontal skalieren. Also wenn man aus einem mehrere machen will, wenn man das einmal virtualisiert hat, egal ob Container oder virtuelle Maschine, das kann man dann halt ganz leicht verteilen. Auch die klassischen Hypes, nicht jede IT-Bude ist ein Google oder ein Facebook oder Apple, Microsoft, whatever. Man hat ja die Probleme, die oft die großen Firmen haben. Das heißt, man muss auch nicht die Tools von denen verwenden. Die sind oft für Skalierung ausgelegt, die man in seinem Leben nie sehen wird. Trotzdem sollte man sich regelmäßig überlegen, mit welche Tools und Methoden sind Stand der Technik und die man verwenden sollte. Und bei der Toolauswahl, welches Problem löst das Tool eigentlich? Welche neuen Probleme erzeugt das Tool? Und ganz interessant, welche Probleme werden nur verlagert? Sei es auf eine andere Software im eigenen Team oder vielleicht ein anderes Team. Und meistens werden die Punkte 3 und 1 übrigens verwechselt. So, jeder Vortrag, den ich über das Thema habe, hat die Folie drin. Von Brandon Gregg, bei Netflix ein Performance-Experte. Auf der Slide sind, auf der Website auch, sind die Tools je nach Layer angeordnet. Dort sollte man mal reinschauen mit, was ist denn das eigentlich Interessante, mit dem ich da jetzt reinschauen kann in den Stack. Als Admin muss man Performance troubleshooten können auf sehr vielen Ebenen. Und auch wenn man Admin ist und Root-Rechte hat, bitte Principle of Least Privilege. Man sollte keine unnotwendigen Root-Rechte verwenden. Also das heißt, dass Copy-Paste-Fehler, man hat halt irgendwas im Buffer drinnen und pastet es rein und macht dann Blödsinn. Man sollte das Sudo verwenden, ein sinnvolles Setup verwenden, aber die Root-Shell ist wirklich Last Resort. Das sollte im Admin-Alltag überhaupt nie verwendet werden. Sichere Logins, Standard-Passwörter sind gefährlich, haben wir schon einmal gehabt. Tipp, wenn man das Passwort eh kennt, kann man einen Monitoring-Check dagegen machen und schauen, ist das Standard-Passwort halt noch irgendwo übrig geblieben beim Aufsetzen von einer Maschine. SSH-Keys einsetzen, keine Username, Passwort zum Einloggen und die SSH-Keys mit einem Passwort versehen. Zwei-Faktor-Authentifizierung dort, wo sinnvoll und praktikabel. Passwortmanager müssen wir hoffentlich auch nicht mehr erwähnen, aber irgendeine Art von Passwortmanagement soll es geben und nicht das eine Passwort, das jeder in der Firma dann im Endeffekt kennt.
Limitierung von Login-Versuchen, damit halt nicht jemand dann trotzdem mal Brute Force macht. Also jetzt egal, ob das jetzt irgendwo standardmäßig schon eingebaut ist, das Feature, oder ein Fail-to-Ban ist. Und gute Wartung nicht vergessen. Security-Updates werden meistens noch auf Betriebssystemebene gemacht, aber dann werden vergessen die Netzwerk-Switches, dann werden vergessen die ganze Out-of-Band-Management-Infrastruktur, also Firmware-Updates von den Systemen. Das gehört alles dazu. Also das sollte man nicht ignorieren. Also die meisten Sachen kann man einfach automatisieren. Automatische Upgrades nutzen, wo immer möglich. Das muss man nicht manuell machen. Wenn man kritische Software hat, weil die halt die Replikation von irgendeiner Datenbank zerstört, ja, wirft man das halt auf die Blacklist drauf, darum kümmert man sich manuell, aber den Rest kann man einfach automatisch machen. Und Systeme automatisch beim Deployen, Provisionieren ins Monitoring mit aufnehmen, damit man das gar nicht erst vergisst. Das eine System, ja, das ist eh noch nicht wichtig, das werden wir schon dazu kommen. Die neuen Dienste sind immer sehr schnell installiert, also da gibt es irgendeine Installationsanleitung, die macht man durch. Installationssetups sind billig. Was wirklich teuer ist, ist dann die eigentliche Integration, dass das halt im Monitoring drin ist, dass es im Backup drin ist. Die ganze Wartung von dem, was ist, wenn wirklich Troubleshooting ist, dann muss man die Software kennenlernen in dem Moment. Und so ganz klassische Fehler, die passieren können, einen Service installieren, ohne dass man die Maschine jemals rebootet hat, dann wird das System von jemand anderem rebootet und der Service war nicht enabled und das funktioniert halt nicht. Oder man hat halt das Dateisystem einmal manuell reingemountet und alle verlassen sich drauf und dann wird es halt rebootet und ja, war halt nicht in einer F-Stub eingetragen. Man muss auch die Systeme wieder loswerden. Also man sollte einen Prozess haben mit, was ist, wenn was nicht verwendet wird, weil das belegt Ressourcen, sei es im Backup, sei es, dass man Security-Updates irgendwo manuell einspielen muss unter Umständen, sei es, dass es Troubleshooting gibt oder man Konfigurationsmanagement das noch mitschleppt, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Das heißt, auch diesen Prozess möglichst automatisieren, aus Monitoring, aus Firewall, DNS, DHCP-Server etc. alles rausnehmen und die meisten Systeme haben super APIs, die man ansprechen kann und dementsprechend automatisiert. Die regionale Kost, sagt der Kärntner in der Steiermark, einheitliche Zeitzonen verwenden, egal welche das jetzt ist, aber das sollte wirklich einheitlich sein in der Infrastruktur. Einheitliche Systemzeit, also NTP, hilft beim Troubleshooting nichts, wenn das eine System halt 7 Minuten vor dem anderen ist. Man kann es nie zusammenführen, sinnvoll. Und englische Locals, also kein Weltraum links vom Gerät, no space left on device. Es hilft auch beim Suchmaschine der Wahl reinwerfen von einer Fehlermeldung, wenn das Ganze halt auf Englisch ist, weil meistens haben andere Admins auch das Problem gehabt oder andere Leute auf der Welt. Da hilft dann meistens die deutsche Fehlermeldung wesentlich weniger. Und da rede ich hoffentlich da habe ich schon offene Türen. Fortbildung super wichtig. Ja, man sollte halt auch die Tools kennen, die man verwendet. Also ich habe keine Zeit mehr, meine Messer zu schleifen. Ja, dann muss man sich die Zeit halt einmal nehmen. Reviews von Dokumentation, von Konfigurationsmanagement, also mehrere Sachen, immer wieder mal reinschauen, reflektieren, selbstkritisch hinterfragen, ob das eigentlich sinnvoll ist, was man da macht. Sehr viel, was man im Netz findet, ist auch dieses Works for me und ich schreibe das jetzt als das ist die Wahl, wie man das Ganze macht, rein oder auch das hat für die Firma funktioniert, aber man schreibt dann halt keinen Blog-Eintrag dazu, dass 2 Jahre später das Projekt eingestampft wurde, weil es halt überhaupt nicht funktioniert hat dann in Wirklichkeit. Und ihr macht das eh alle da schon, man sollte sich Schulungen bzw. Vorträge anschauen, lesen und Networking betreiben, dass man halt die eigenen Skills dementsprechend am Stand der Technik hält. Danke. Gibt es Fragen? Noch mal eine? Ich kann es wiederholen sonst. Für uns ist das Ganze schön und gut und auch sehr logisch, aber gibt es auch eine Möglichkeit, wie ich das dem Management am besten erkläre? Das ist der Schmäh. Also diese 10 Fragen, die sind in die Richtung gedacht, also die ich präsentiert habe, die sind gedacht, dass man zum Management geht und auch gemeinsam sagt, mit dort stehen wir. Wenn man halt nur 2 von den 10 Fragen abhaken kann, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da was nicht passt. Also wir kennen das Problem. Also als Beispiel, die Admins sind ja normal nicht sichtbar, wenn sie was machen. Erst wenn was nicht funktioniert und dann kriegst du meistens eins mit dem Hammer auf den Kopf. Das typische, wenn was funktioniert, warum zahle ich meine Admins und wenn nichts funktioniert, warum habe ich meine Admins? Genau. Und was wir zum Beispiel etabliert haben, ist halt klassisch auch so
Wartungsberichte rausschicken, also mit dem, was ist im letzten Monat passiert, was wurde umgesetzt und warum auch oft, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was auf der Infrastruktur passiert und dass das halt nicht nur, ja, die surfen eh noch auf irgendwelchen Websites herum, unsere Admins. Also Visibility, dass man das nach außen hin sichtbar macht, auch die Dashboards helfen übrigens dazu, also man kann ein eigenes Dashboard fürs Management machen, sei es jetzt, wenn man Betrieb ist, der irgendwas verkauft, wo man Umsätze drauf hat und dann schaut mit, wie die Systeme da mitskalieren, wie die Infrastruktur ausschaut. Also auch da Visibility ist gefragt und halt auch so, wie unsere Fragen angelehnt sind, damit man dann her sein kann mit, ich glaube, dass wir noch dort und dort nicht gut aufgestellt sind und dann die Probleme halt dementsprechend erläutern. Okay, und die B-Frage wäre dann, wie geht man mit Ressourcenmangel dann auch um, weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel mein Monitoring für Wochen bauen, das dann super fancy ausschaut, wenn nebenbei 3 Projektmanager nicht wissen, wie ihr jetzt Firefox startet. Also die Empfehlung, also ganz klassisches Problem, aber die Empfehlung wäre, man braucht kein fancy Monitoring hinstellen, sondern man stellt einmal was hin und schreibt im Monitoring dann die Sachen mit, die halt dann aufgetreten sind, wenn es wirklich passiert ist. Oder das, wo man weiß, da wird es als nächstes krachen, egal was jetzt an Feuerwehreinsätzen ist, aber ganz sicher kommt das, dann macht man halt einmal das, wo es gerade weh tut. Da fängt man dort an und dann handelt man sich weiter. Ein Monitoring ist nie eine Lösung, die man hinstellt und dann funktioniert die. Ein Monitoring ist dann immer ein Prozess, der mitlaufen muss. Also hallo. Folgende Frage, also wir rätseln bei uns selber in der Firma schon immer wieder, was sind eigentlich die besten Tools für Konfigurationsfile-Management, weil am besten ist ja mal, wäre ja ein Service, der quasi alle Konfigurationsfiles irgendwo lokal sammelt, zentral sammelt, dass man die mit Git versionieren kann und dann das über Symlinks distributed, aber also gerade im also für User Space war es ja ein paar, aber für, wenn man so im Root Space in etc. oder so, wo also da wirst du von mir keine Antwort bekommen, weil okay, es gibt nicht das Tool und das funktioniert überall. Nein, aber was verwendest du, frage ich mal so. Das wäre jetzt die Antwort auf die Frage. Ja. das sind das, was ich zuerst draufgeworfen habe mit Ansible, Chef, Puppet, Salt. Das sind die, wo du reinschauen kannst. Okay. Die Frage ist, aus welchem Kontext man kommt. Also Webentwickler haben oft andere Ansichten, andere Anforderungen als jemand, der halt zum Beispiel sehr viel statische Infrastruktur hat. Deswegen gibt es auch da keine direkte Empfehlung, aber schau halt, was dein Umfeld da verwendet. Also man braucht eine Anlaufstelle, eine Community, wo man sich wohlfühlt und wo man Fragen beantwortet kriegt oder wo man halt einmal kurz einen Dienstweg und wie macht denn ihr das bei euch? Ah, das ist entscheidend. Also hängt von deiner Umgebung ab. Okay, ja. Da hinten war noch eine Frage, glaube ich. Ja, kurze Frage. Und warum die Empfehlung für Restic und über Borg-Backup? Da kann ich jetzt eine Stunde drüber reden. Verwendet, wenn es für die funktioniert. Das Restic ist von einem Autor geschrieben worden, ein Entwickler geschrieben worden, der Borg gekannt hat, dem ein paar Sachen gestört haben. Es gibt Sachen, die bei Borg besser funktionieren als bei Restic. Wenn du keinen Grund hast zu wechseln, don't move, aber oft ist es so, wir wissen nicht, was für Backup-Tool wir verwenden sollen und dann schaut es einmal in Restic rein. Kann genauso Borg sein. Also gibt es keinen Grund, warum man Borg nicht verwenden sollte. Ach, danke. Okay. Hallo. Ja. Was würden Sie empfehlen für Issue-Tracking und Time-Tracking? Auch da, ich werde kein einzelnes Tool empfehlen können, weil das hängt von den Anforderungen ab. Für Admins soll es normalerweise was sein. Also als Admin hat man andere Anforderungen als Entwickler. Der Entwickler ist eher so in einer agilen Entwicklungsumgebung quasi oder Kultur unterwegs, wo er 2 Wochen Sprint hat mit Scrum und anderen Methoden. Der Admin hat eher so Kanban-Style, also mit jetzt 5 Baustellen, die müssen abgewerkelt werden. Wenn irgendwas reinkommt, muss man entscheiden, was wieder runterfällt. Wir haben grundsätzlich ganz gute Erfahrungen mit Tools gemacht, die man gut automatisieren kann. Das heißt, dass man über eine E-Mail-Schnittstelle reinkommt oder dass man mit wenig Aufwand da Issue anlegen kann. Sei es jetzt, dass man es ein GitLab ist, das kann ein RT sein. Use the tool of your choice. Also was auch immer angenehm für die Admins ist. Also das muss nicht das gleiche sein, was die Entwickler verwenden zwingend. Aber als Issue Tracker ist auch wichtig. War einmal eine eigene Folie. Ich habe so viele Folien gehabt, dass ich das wieder zusammengekürzt habe.
Issue Tracker ist wichtig, also dass man darüber kommuniziert und wenn irgendwas ist, macht man es auf und damit es nicht vergisst und auf irgendeinem Zettel im Schreibtisch von jemandem liegt und wenn der halt 2 Wochen Krankenstand da ist, weiß keiner, was eigentlich aktuell zu tun ist oder wo es gerade bremst. Beantwortet das die Frage? Okay. Hinter dir? Jetzt haben wir gesagt, Dokumentation ist gut und schön, wenn man sie hat. Keiner hat Zeit dafür. Ja. Was tut man gegen zu viel und veraltete Dokumentation, die einem jetzt auch nicht unbedingt immer hilft? Anzünden ist jetzt nicht ganz falsch. Also der Tipp wäre, also wir nennen das bei Synbron unser Journal. Wir schreiben einfach das, was wir aktuell machen, in ein Journal rein. Das ist quasi wie ein Tagebuch. Das schreibst einfach mit rein. Das geht super schnell, wenn du es einmal gewohnt bist. Also das Gefährlichste ist, wenn du Feuerwehreinsatz hast, dass du dann dran haltest und nicht sagst, jetzt geht's nicht. Aber im normalen Admin-Alltag geht das super. Und wenn man das einmal etabliert hat, möchte man ohne dem gar nicht mehr arbeiten. Weil wenn man dann 3 Monate später wissen will, warum habe ich das gemacht oder wie war denn das auf dem anderen System, das mir gerade abgeraucht ist, da schaust du nach und da steht es genau drinnen und da weißt ganz genau, wohin. Also losrollen. Das eigentlich Entscheidende ist, dass du mal zum Rollen kommst und nicht diesen Wulst an Dokumentation nimmst und den überarbeitest. Da kommst du eher zum Laufen, dann muss man schauen, wie groß ist das Team, dass man halt über die Dokumentation dann gemeinsam einmal drüber geht mit dem, was man jetzt gelernt hat. Ab welcher Größe zahlt sich so eine Toolchain eigentlich aus, wo ich sage, ich mache mir dann Ansible, Puppet, Dokumentation, Versionierung und so weiter? Wo starte ich los? Ja, gefühlt ist es manche Leute sagen, ich verwende sowas, wenn ich es zum zweiten Mal machen muss und wenn es mich nervt. Meine Antwort ist immer, ich mache es beim ersten Mal, weil mich nervt es beim ersten Mal schon. Man lernt halt ganz schnell, also wenn man mal den Toolstack dann irgendwie drauf hat, also es zahlt sich aus, da investieren, weil der moderne Admin lebt so. Also Admin heutzutage, der kein Konfigurationsmanagement verwendet, der ist halt eigentlich kein Admin mehr. Der ist halt das, was man in den 90ern halt gemacht hat, wäre halt quasi das Pardon heute dazu. Heute sollte man das einfach verwenden. Also das zahlt sich immer aus. Also ich kenne ganz wenige Umgebungen, wo halt wirklich nur ein Server steht. Okay, aber da gibt es dann meistens auch keinen Admin. Also da hat man den auch nicht. Also sobald man Bohr-Server hat oder für Bohr-Leute und die Infrastruktur zuständig ist. Das zahlt sich super schnell aus, aus ganz vielen Gründen. Diese Journals, die du angesprochen hast, führt sie die pro Person oder ist das so, dass jeder die anderen auch einlesen kann? Also wir haben die pro Kunde, also jeder Kunde hat ein eigenes Git-Repo bei uns und da gibt es ein Journal und jeder, der halt was angreift, schreibt da rein. Und das wird über Git gepusht und das ist dann drauf. Das kann man dann in ein Jenkins, in ein GitLab, was auch immer, kann man das automatisieren, dem Kunden zur Verfügung stellen oder dem eigenen Team auch offline irgendwo, sei es jetzt auch GitHub-Pages oder GitLab-Pages oder was auch immer. Aber das macht jeder auf den gleichen Dokumenten, aber halt einfach mit Distributed Workflow. Ich glaube, das waren jetzt zumindest die öffentlich gestellten Fragen. Gut, ich möchte noch darauf hinweisen, die Veranstalter bitten, dass die Vorträge bewertet werden. Wir haben ja ein neues Vortragsmanagement-Software im Einsatz. Bitte dort das Feedback zu allen Vorträgen, die ihr besucht, reinwerfen. Das hilft einerseits den Organisatoren einzuschätzen, wie die Vorträge waren. Andererseits sage ich das aus meiner Perspektive, ist immer interessant, ob man irgendjemanden nicht abgeholt hat oder was besonders gut angekommen ist. Danke für die Aufmerksamkeit.